Grüezi Servus und Hallo, danke fürs Einschalten, schön seid ihr mit dabei. Dieses Mal wieder mit einem kurzen Polierquickie. Ich mache gerade mit Marc dieses wunderschöne Auto. Ich hoffe, ihr seht, was das ist. Ja, sehr, sehr besonderes Auto, sehr schönes Auto. Marc hat sich da auch eine wunderschöne Farbe ausgesucht. Der ist übrigens brandneu. Der hat, Marc, wie viel? 300 irgendwas Kilometer? 39. Ja, genau, also der... Den hat Marc geliefert bekommen, ist zu mir gefahren und dann haben wir gesagt, kümmern wir uns da jetzt um den. Der wird dann nämlich nächste Woche foliert. Das heißt, jetzt sind wir gerade am Polieren. Und beim Polieren habe ich mir gedacht, habe ich jetzt hier ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema, über das ich kurz mit euch sprechen möchte. Und zwar geht es um einen extrem wichtigen Grundsatz beim Polieren, den viele manchmal vergessen. Erstens geht es nicht immer um eine maximale Defektkorrektur. Es geht nicht immer darum, möglichst viel Lack von euren Autos runterzureißen, sondern die wichtigste Regel beim Polieren ist halt nach wie vor, polieren bedeutet Lackabtrag. Und diesen Lack kriegt ihr nicht wieder, außer ihr lasst das Auto dann neu lackieren. Deswegen muss die Devise beim Polieren sein, immer nur so viel wie nötig. Und da haben wir jetzt hier ein absolut perfektes Beispiel, weil... Marc hatte den Verkäufer extra nochmal darum gebeten, hier nichts vorzubereiten, ihn nicht zu polieren, ihn nicht aufzubereiten, ihn nicht zu waschen, ihn nicht zu versiegeln. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir gerade hier angefangen haben zu polieren. Ich habe jetzt hier schon mal zwei Testspots gefahren, hier auf der Seite und auf der anderen Seite bei der Haube auch, mit der Menzerna 3500 und einem weißen Rupes-Pad. Und das Finish gefällt mir hier schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das ist schön geworden. Aber, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die für euch eingefangen kriege. Doch, da. Ja, jetzt sieht man es. Wunderbar. Ja, jetzt seht ihr die Umrisse. Da ist der Umriss von einem Wasserfleck. Ja, ich glaube, ihr seht es. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Und da ist ein großer. Aber ihr seht, der große Teil der Fläche ist absolut defektfrei und da reicht die Menzerna 3500. Ich habe es auch noch in einem ersten Schritt sogar mit der Rupes Uno Pure probiert. Auch da gleiches Ergebnis, diese Wasserfleckenränder gehen schon nicht mehr raus. Wir hatten da auf der Seite das gleiche Thema. Grundsätzlich schönes Finish, aber da seht ihr schon wieder einen. Da sind noch mehr. Marc hat jetzt hier unten mit der gleichen PET-Politur-Kombination gearbeitet, aber mit der Kraus S75 und auch er, da seht ihr es, hat diese Wasserfleckenränder. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, beziehungsweise eigentlich gibt es eben nur eine richtige. Ihr könntet jetzt versuchen, eine schärfere PET- und Politur-Kombination zu fahren, wie jetzt eine Medium und eine Menzerna 2500 oder eine Sonax X0406 zum Beispiel. Aber dann würden wir halt hier enorm viel Lack abtragen, was gar nicht so nötig wäre, denn es geht nur um diese einzelnen Wasserflecken. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, wir werden das ganze Auto mit der Menzerna 3500 polieren, also mit der Finish, werden uns dann den Lack im gereinigten Zustand nochmal anschauen, werden uns die Wasserflecken markieren und dann einfach nur noch stellenweise die Wasserflecken bearbeiten. Dann werden wir wirklich da stellenweise noch wahrscheinlich mit einem Mikrofaserpad und einer Cut-Politur arbeiten und dann nochmal kurz Finish. Aber der wichtige Punkt ist, wir werden das nur an den Stellen machen, wo die Wasserflecken auch wirklich drauf sind und eben nicht auf dem ganzen Auto, weil es absolut unnötig wäre, hier so viel Lack abzutragen. Wir sind jetzt soweit mit dem Finishgang am ganzen Auto durch. Sieht schon mal vernünftig aus, würde ich sagen. Schauen wir nochmal, weil... Die ScanGrip sagt natürlich immer mehr als solche Reflexionsaufnahmen, ja. Ich glaube, sieht ganz gut aus. Aber jetzt haben wir ja noch das Thema mit den Wasserflecken, weil, wo haben wir sie? Ich suche da. Ja, genau. Da sind ein paar. Da ist ein ganzer Haufen von denen, genau. Sehr gut. Und was ich nämlich jetzt machen werde, ist Folgendes. Ich werde mir jetzt die Stelle hier merken. Das heißt, da werde ich polieren.
Und da werde ich es jetzt eben wie folgt machen, dass ich eben nicht nochmal die ganze Haube poliere, sondern ich schnappe mir jetzt die Poliermaschine nochmal mit einem Mikrofaserpad mit der Sonax X0406, also immer noch keiner brutalen Cut-Politur, weil ich immer noch versuchen möchte, so wenig Lack wie möglich abzutragen, und Mikrofaser ist halt schon mal ein relativ aggressives Material. Ich werde nur diese Stelle hier nochmal bearbeiten und dann schauen wir uns an, wie es aussieht. Dann kurz auch nochmal zur Erklärung für euch, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe relativ schnelle Armbewegungen genutzt hier, weil ich gleichzeitig relativ stark aufgedrückt habe. Und wir sagen es euch ja immer wieder, beim Polieren gibt es mehrere Variablen, wie man den Cut erhöhen kann. Höhere Maschinengeschwindigkeit, niedrigere Geschwindigkeit, mit dem ihr die Maschine drüber führt, mehr Druck. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe vor allem mit dem Druck und dem höheren Cut vom Mikrofaserpad gearbeitet. Wenn ich jetzt auch noch zusätzlich langsam gefahren wäre, dann wäre ich hier schon ziemlich brutal unterwegs gewesen. Aber dann schauen wir jetzt mal. Jawohl, sehr gut. Also ihr seht, die Wasserflecken sind jetzt entfernt. Perfekt, genauso wollte ich das nämlich. Und das Wichtigste und die Hauptbotschaft von diesem Video, ich habe das jetzt hier nur stellenweise getan und nicht auf der ganzen Haube. Das heißt, ich habe dem Auto hier zu viel Lackabtrag erspart. Und genau darauf wollte ich euch hinweisen. Es geht nicht immer darum, möglichst viel Lack von so einem Auto abzutragen, wenn ihr es poliert, sondern es geht eigentlich und streng genommen darum, möglichst viel Lack zu erhalten. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und lehrreich, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Tschüss! We'll be right back.